Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario World Odyssey. Super Mario Odyssey, nicht World Odyssey. Immer nicht. Ich werde es wahrscheinlich niemals rauskriegen, aber ist mir auch egal. So, wir gehen jetzt erstmal auf den Tannenbaum hier. Weil es hier Münzen gibt. Und die sind wichtig. Okay, hier könnte man vermutlich dann rauflaufen. War ich hier schon? Ich bin doch da rechts lang gekommen, ne? Als ich zum ersten Mal hierher bin. Lass mich mal gucken. Nee, bin ich nicht. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit und gehe hier rauf mit dieser Pflanze. Da wird es wahrscheinlich noch was geben. Nee. Da gibt es nicht. Aber da unten sind noch ein paar... lila Wolken, wollte ich gerade schon sagen. Lila Pflänzchen. Nee, lila... Motorschrauben. Die brauche ich natürlich alle. Das ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal wieder, dass wir hier raufkommen. Während da die Feuerbrüder rumeiern. Kann ich die eigentlich töten? Ich meine, ja, töten kann ich die ganz bestimmt, aber ich frage mich, ob ich die mit der Blume töten kann. Naja. Hier haben wir wieder eine Nuss. Diese Nuss, die macht uns auch glücklich. Yes. Einmal Nuss. Ich fühle mich übrigens total belästigt, wenn er hier die Feuerdinger da wirft. Okay, jetzt sehe ich übrigens auch gar nichts mehr, ne? Waren wir hier unten überhaupt schon? Wo ist das eigentlich? Die ist doch am Anfang, oder nicht? Das ist doch das, wo wir ganz am Anfang waren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay, na gut, dann schauen wir mal. Ich guck mal, ob es hier neue Sachen gibt, nachdem wir die Welt hier befreit haben. Ist die Frage, vielleicht gibt's... Oh, komm her. Großer, mach mich fruchtig. Dankeschön. Ne, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier neue, coole Sachen kriegen. So, warte, da muss ich jetzt erstmal... Okay. Ja, das ist vielleicht noch möglich. Ne, ist es nicht. Da kommt man gerade nicht hin. Ich weiß nicht, ist da überhaupt was? Wäre natürlich auch, da wäre so ein Ort, wo ich eine Banane verstecken würde, ne? Dass man sich da vorher Gedanken machen muss, wie weit man das Ding da schiebt. Aber, naja, vielleicht ist da ja wirklich gar nichts. Das wäre für mich zumindest ein bisschen aushaltbar. Hätte ich Bock drauf. Das macht Spaß. Okay, auf in den Kampf. The Homer they fall. Wir haben übrigens schon genug Bananen für die nächste Runde, ne? Guck mal hier. Hier geht's nämlich weiter. Hallo. Gefahr. Gefahr. Alarm. Alarm. Oh, schön. Wieder am Anfang. Alles für die Katz. Aber hier ist der Vogel. Hallo, Vogelboy. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, aha. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Die Bergseite hinauf. Der ist hier irgendwo versteckt. Find ihn. Chibiri, chibi, chib. Rolle den Käfig. Besiege den Dicken. Das mache ich. Ich wollte eigentlich nochmal wieder dahin. Ich habe keinen Bock nochmal dahin zu laufen, aber das ist okay. Weil die Zwille wahrscheinlich auch nicht in die andere Richtung gelenkt wurde. Müssen wir jetzt hier allen Blödsinn nochmal machen. Oh. Dankeschön. Oh Gott. So. Und auf geht's. Ah, guck mal, hier kann man sogar abkürzen. Das ist ja geil. Das ist ja mega geil. Bringen wir das mal nach ganz oben hier. Was soll denn der Geiz? Ach so, das ist... Ah, ich kann da ja gar nicht raus. Ich dachte, ich könnte da einfach rauslaufen, aber nö. Da greift dann wieder der kategorische Imperativ. Nö. Außerdem ist das hier alles eingebunkert. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier diese Steine kaputt kriege. Das sieht zumindest so aus, als bräuchte ich das. Gefahr, Gefahr. Was ist denn hier gefährlich, Digga? Erzähl mal. Okay. Wir haben die Blumenpflege wieder in vollem Umfang aufgenommen. Ach so, er hat Angst vor diesem komischen Ding da. Das ist natürlich auch witzig jetzt. Geht es hier nämlich nicht weiter. Das heißt, ich habe diesen Weg jetzt zum zweiten Mal völlig unnötig genommen.
merken wir uns das, hier gehen wir nie wieder hin. Die wollen uns hier nicht haben. Die geben mir nichts mehr. Da unten waren wir schon drin, hier quaken ein paar Frösche. Hier quaken ein paar Froscholinos. Okay, hier kamen wir her. Na, das heißt, ich muss jetzt wieder da lang. In dieses Teil hier rein. Aber da rechts waren wir auch schon lang. Das haben wir auch schon gemacht. Jawohl. Ach, das war ja die Nussgeschichte. Warte mal, kann ich ihm hier noch eine Nuss holen von ihm? Oh, zieh den Hebel, erhalte den Samen. So, gib her. Den bringen wir nämlich nach vorne. Da war nämlich auch noch was. Das haben wir noch nicht gemacht. Ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, wenn die ganze Zeit auf uns ballern währenddessen. Aber das muss ein Mann aushalten manchmal im Leben. Also das ist... Es gibt auch Schlimmeres. Ach, guck mal, da oben sind noch... Ah, ja, ja, da sind ja noch... Ja, und sowas von. Und sowieso. Da müssen wir dann noch hin. Das führt uns doch zum Ziel. Okay. Ja, manchmal braucht man auf diese Welt einen anderen Blickwinkel. Und dann geht das alles viel besser. So, ich guck mal nach oben. Nö. Draußen höre ich gerade die Müllabfuhr. Ich glaube, die nehmen wieder den gelben Sack mit. Und gerade mal, was ich wieder vergessen habe. Tja. Manchmal ist das Leben ein bisschen schwierig. Manchmal verliert man eben auch, ne? Das ist so. Okay. Er kann nicht drumherum klettern, sondern nur rauf. Was ich ein wenig schade finde, aber es gibt Schlimmeres. So, wo ist denn jetzt hier ein Vorsprung? Da, das ist doch wie für mich gemacht hier. War ich da schon drauf? Wahrscheinlich war ich da schon drauf. Nee, also das so schmal, das ist neu. Nee, das ist nicht neu. Das haben wir schon gemacht. Cool. Das heißt, die Plattform, die wir hier freigeschaltet haben, ist auch Schnee von gestern. Ist aber nicht so schlimm. Ach, das war das hier, ne? Da habe ich genau, da habe ich versucht, da nochmal raufzukommen und es ging nicht. Ja. Okay, jetzt aber nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, in welche Richtung wir denn müssen, ne? Hier waren wir noch nicht. Ah, ich gehe mal davon aus, dass man das eigentlich mit diesem Pflanzending machen müsste. Aber es geht auch so. Es geht auch so. Zieh den Hebel! Ja, jetzt haben wir eine Abkürzung zu einem Ort freigeschaltet, den wir sowieso nicht besuchen wollen. Aber, naja. Für jeden Hebel, den wir umlegen, können wir hier eigentlich glücklich sein, ne? Dankbar sind wir. Warte mal, sind wir jetzt nicht da, wo ich gerade runtergefallen bin? Ja, ne? Oh, guck mal einer an. Der Maddy erinnert sich. Au. Ja, das bedeutet mir aber immer noch nicht, dass ich weiß, wie ich hier rauskomme. Watschel, watschel. Ich gehe mal hier unten lang. Okay, da wollte ich hin. Ich könnte ja theoretisch auch diese Bowser-Flaggen benutzen, ne? Und mich einfach hier rüber porten. Das habe ich nämlich ganz oft vergessen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal gemacht, da waren wir noch in der Wüstenwelt. Und jetzt ist das eigentlich für mich so inexistent, könnte man fast schon sagen. Das gibt es nicht mehr. Tja, so ist das mit dem sich an Sachen erinnern. Manchmal tut man das einfach nicht. Okay, ja, hier kenne ich mich wieder aus. Das war die Geschichte. Kann ich nicht da denn rauf? Nee, ne? Ach so, ich kann mich noch gar nicht teleportieren, weil ich noch nicht den Endgame-Content hier freigeschaltet habe. Ja, ist okay. Das heißt, das machen wir erstmal. Danach können wir sowieso alles machen hier. Und können uns ein bisschen besser bewegen. Okay. Knallen wir hier alles um. Und Booms. Okay, okay, okay. Okay. Oh nein! Nein! Los jetzt! Ab an die
Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, jetzt haben wir die Mauer gemacht. So, hier können wir uns theoretisch irgendwann mal hochporten, aber noch ist das Zukunftsmusik. Das ist hier eigentlich. Das sieht aus, als wenn man hier so runter reinballern könnte, ne? Ja, nee, das ist... Das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir alle schon gemacht. Ich laufe im Kreis, gebe ich zu. Und... Ja. Au! Gut, dass er sich dabei nicht die Hüfte bricht, ne? Okay, hier waren wir nämlich noch nicht, glaube ich, oder? Da bin ich dann hier so runter, weil ich gedacht hatte, da wären schöne Sachen. Ja, das ist doch richtig hier. Au. Ich bin voll mit Schmutz. Mhm. Okay. Wir spielen das Spiel mal so. Knallen die sich eigentlich auch gegenseitig um, wenn man sie lässt? Ja, ne? Das ist doch oft so in solchen Spielen. Ach du Scheiße. Heilige Henne. Muss ich da drauf schießen? Ne, das interessiert das Ding hier überhaupt nicht. Ich mache jetzt erstmal das hier kaputt. Jawollo. Doppelte Energie für den Mad Baron. Muss ich hier mit dem Panzer rauffahren? Wieso explodiert es nicht? Ach so, jetzt auf einmal, ne? Man muss ja nur eine gewisse Nähe aufgebaut haben. Und der letzte. Hey! Good Dodge! Jawollo! Das war schön. Ein Mond für dich! Geheimes Blumenfeldpfad. Und weiter geht's. Didi. Verteidige das geheime Blumenfeld. Oh ja, das mache ich. Das ist so meine Lieblingsaufgabe. Weil so öffentliche Blumenfelder verteidigen kann ja jeder, aber geheime Blumenfelder verteidigen, das kann nur ich. Scheint, als ginge es hier zum geheimen Blumenfeld hier entlang. Bereit? Yeah. Ein geheimes Blumenfeld. Oh, jawohl. Das ist doch schön hier. Dann lassen wir es mal klingeln hier. Es ist für mich immer noch sehr schwer zu gucken, in welche Richtung wir hier gerade stehen. So, mach das mal hier kaputt. Nee. Kann ich da rein? Oh, ja, geil. Jetzt kaputt schon oder jetzt erst sauer? Weiß ich nicht. Oh ja, jetzt erst sauer. Blumen, Blumen, muss alle Blumen haben. Blumen essen. Leg dich nicht mit mir an, Zweibein. Ach, das sind seine... Oioioioioi. Jetzt aber, ne? Den haben sie doch direkt aus Excel geholt, ne? Okay, ich glaube mal, dass ich das hier kaputt machen muss. Booms! Eins! Und dann die Nummer 2. Währenddessen nervt er mich so ein bisschen. Mit sowas, was er da am Boden macht. Und was auch ein bisschen nachbrennt. Das ist doof. Aber okay. Nee. Ah. Ja, das ist wieder so ein Perspektivenspiel hier, ne? Okay, da haben wir's. Böhm. Und dann geht's von unten ran. Also gut. Oh ja, 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 genau das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt. Warte. Nein, du sollst da rauf. Geh da doch rauf. Der geht da nicht rauf. Ach so, da gibt's nur Herzen. Ah ja, ja, genau, ey. Und ich dachte, da könnte man rauf. Böms. Numero uno. Und hier die 2. Weil wenn er einmal stehen bleibt, dann ist es für mich nämlich einfacher. 3. Und da kam Treffer Nummer 2. Das bedeutet, jetzt machen wir hier die letzte Runde. So wie es sich gehört. Lass mich da drauf. Uhuhu. Ach du heilige Henne. Ja gut, schaffe ich.
Aber das ist echt ein guter Bossfight, finde ich. Der macht Spaß. Der ist schon witzig. Den kann man sich geben. Also ich bin gerade... Ich fühle mich unterhalten. Sagen wir es mal so. Yeah! Schluss mit Blümchen hier. Multinane, Multinane. Eine Multinane für dich. Verteidige das geheime Blumenbeet. Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ach, wie schön. Fotos machen. Ach, jetzt haben wir alles geschafft hier. Es duftet nach Blumen. Und das sehen wir daran, weil Toad, der kleine Lachsnacken, wieder da ist. Können wir den verwirren? Aua! Hauptsache, wir zwiebeln dem eine. Genau, wie viel brauchen wir denn hier überhaupt noch? Das müssen doch noch eine ganze Menge sein. Also insgesamt haben wir... Oh, da fehlt noch einiges. 54. Wovon 10 wahrscheinlich wieder Postgame-Content sind. Schauen wir mal. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Welt hier dann ein bisschen anstrengend wird. Aber okay. Ich freue mich drauf. Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Moin.